Hallo meine Lieben, es geht weiter mit Hina Hina und Chitatap, Golden Kamuy Staffel 3. Mehr muss ich gar nicht sagen, die Serie ist bekannt und wir springen einfach gleich ein in die erste Folge. Das ist so schrecklich. Oh Gott, du kleines Miststück. Der Kerl ist so falsch. Das ist furchtbar. Ich hoffe diesmal, dass das Opening gut wird. Bis jetzt hat mich das nie wirklich überzeugt. Die Musik war super, ja, aber das Opening an sich hätte besser sein können. Weiß natürlich nicht, welches Budget die Serie hat. Ah, auf dem Weg nach Karafuto, hm? Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Ich muss wirklich graben in meinem Kopf. Die Stimme ist klasse. Da ist mein Sohn, Tanigaki. Oh, ich habe ihn so vermisst. Haben die seine Stimme geändert oder kann ich mich einfach nur gar nicht mehr daran erinnern? Was ist eigentlich mit dem seiner Nase los? Was sitzt da überhaupt eine Nase? Oh nein, das da. Ups. So schön, schöne Lady, ha? Huh? Der Zeichner ist ja immer so horny für seine Charaktere. Er macht das dauernd. Lingonberries. Auch noch nie davon gehört. Er ist ein Mann der Kultur, ja? Er trinkt Wein. Interessant. Oh, komm. Das ist so fies. Ey, so ein kleines Miststück manchmal. Also, er hat schon ordentlich hinter den Ohren, der Kulto. Ach, stimmt.
Stimmt, ja, die sind ja getrennt. Wer sich freut, oh. Krass. Ich finde es echt cool, dass die Synchronsprecher extra Russisch lernen müssen dafür. Ich meine, auch wenn es nur ein paar kleine Wörter sind, aber trotzdem. Haben die Sugimotos Stimme geändert? Irgendwas ist anders. Hat eine tiefere Stimme letztes Mal. Oh nein. Warte mal. War da nicht was? Ach ja, das ist ja das Mädel, ne? Henkel. Kukutan, warte, warum kann er eigentlich das nochmal verstehen? Die ist ja knuddelig. Jetzt sag mir bitte nicht, dass Vielfraße sowas können. Ich meine, die sind sehr aggressiv, aber das? Das ist schon dann auf Steroiden, ne, das Tier. Ja, aber komm, das kann doch keinen Bär töten, oder? Oh. Oh. Das Ding ist schnell. Wenn er super da wäre, hätte das Ding wahrscheinlich in einen Chittertopf verwandelt. Oh mein Gott. Das ist ja süß. Ach, warte, das war doch der Leithund, hat immer so ein Fähnchen auf dem Kopf. Sie alle so drauf sitzen auf dem Schlitten. Krass. Ich weiß, die Hunde sind garantiert computeranimiert, aber es sieht besser aus als der Bär in der ersten Staffel. Komm, das ist was Gutes. Oh nee, den kann ich nicht ausschwingen. Usami, ich hasse Usami. Usami ist so creepy. Mit seinen Tattoos links und rechts auf der Backe, das ist so furchtbar.
Der ist einer meiner Lieblingscharaktere. Der ist wirklich der größte Pechvogel in der ganzen Serie. Aber es ist einfach zu lustig zuzuschauen. Oh, der arme Kerl, ey, der kriegt's immer ab. Das haben da die Dämonen wieder ganz anders. Guck. Sag, Junge, was hast denn du auf dem Kopf? Ich hätte jetzt mal gemeint, die bauen ihre Häuschen auf Stelzen, falls es Flut gibt. Lecker. Das ist so geil, dass er Bona heißt. Hudep. Ey, war das? Die haben ja Fake-Namen, ja. Was ist denn eigentlich Hudep? Ach, Hudep sind ja die, diese Bären. Okay. Ah, ja. Aha. Lisa nochmal? Kioranke, genau. Gesalzen, ja. Lecker. Es ist schon so lange her, dass ich das Chapter gelesen habe. Ja, natürlich, ne? Im Gegensatz zu ihm. Hat er nicht irgendwann auch die Stelle mit den Russen und der Sauna? Das war zu genial. Das kommt erst später. Ob es das immer noch gibt, Sachalin? Oh. Ich würde mal gern wissen, wie jemand, der wirklich Russisch spricht, darauf reagiert. Ob sie das richtig machen mit der Aussprache.
Oh. Oh. Ja, komm, leg dich nicht mehr zu Kimoto an. Er hat genug Probleme. Oh, das ist nicht gut. Oh nein, oder? Jesus. Ach, oh Gott, okay. Ach, ohne den können sie gar nichts machen. Vor allem fahren die überhaupt, wenn der Leithund weg ist? Das wissen Sie. Stenka. Ach, da war doch was, oder? Oh, der aussieht. Ah, ja, irgendwas mit Boxen, oder? Schon bereit, so. Haben die das Budget aufgestockt? Die Serie sieht so gut aus. Oder ist das nur für die erste Folge? Oh, verstehe. Ah. Ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er das machen würde. Ist doch schön links über alle Berge. Stenker. Oh. Männlicher Geruch. Das ist so Battle Royale, ne? Gibt es in dem Dorf auch Frauen? Oder ist das einfach Männerüberschuss? Ach, der, ja, mit dem Schnauzbart. Aber ich dachte immer, er ist blond. Ach, die Hintergrundmusik ist so viel besser geworden. Ich glaube einfach, die Gefahr, dass jemand seine Tattoos erkennt, sind so hoch. Ja, der da. Sie nicht mitmachen wollen, so mach's doch selber.
Wupp, wupp. Ja, und sie haben mir wieder die super haarige Brust gegeben. Ja, ich bin begeistert. Der Akzent. Als würden sie interviewt werden. Hoi, hoi. Nice. Ja, ich meine, das war doch klar, oder? Komm, wir haben schon gegen Bären gekämpft und gegen eine ganze Armee. Also, ich weiß nicht warum, aber die Serie sieht so gut aus auf einmal. Vor allem die Qualität. Ich hoffe, dass das so bleibt. Also, weil die letzten zwei Staffeln waren nicht so gut von der Qualität. Also, ich wäre echt überrascht, wenn sie das bis zum Schluss durchziehen. Vielleicht haben sie es auch einfach nur gemacht, damit es cooler aussieht für den Kampf, aber das überrascht mich. Ich bin mir sicher, dass das Opening wäre. Das klingt gut. Also die Openings sind immer gut bei denen. Ich bin ein Riesenfan der Serie. Also ich lese ja auch den Manga und es wird immer besser, immer spannender, aber auch immer verrückter. Also es ist wie so eine kleine Überraschungstüte. Man weiß nie, was man kriegt in jedem Chapter. Es macht einfach super Spaß, das zu lesen. So, ich hoffe, euch hat die erste Folge der dritten Staffel gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like oder subscribe für mehr Folgen. Und danke fürs Zusehen. Bye, bye.